dass die Ballen weiß sind. So, Ionic hat uns diese neuen Wegen hier beschert, diese neuen Anhänger. Ja. Weil da zwei Ballen nebeneinander gehen. Und das ist wirklich nice. Und wenn wir so schnell Kagel kommen, wird es auch wieder hell. Ah, jetzt sieht man die Spanngurte. Sind eigentlich schon wieder reif. Sind schon gegärt. Die oberen zumindest. Die unteren sind bei 90%. Ah ja. Bin gleich. So, würden wir wahrscheinlich eine Stapel-Challenge machen, würde fix einen hier gewinnen. Sowohl im Tempo als auch im Stapel. So, wie ist denn der Preis eigentlich gerade? 2,93. Nicht ganz so gut. Na, no, leider nicht. Wenn der Dreier davor stehen wird, dann wäre es schon interessant. Und? Super, du haltest sogar. So, einmal haben wir schon jetzt eine Reihe drauf.
Was denn? Einen Ballen will ich raufgeben, zwei fallen runter. Spanngurte. Ja, bei der oberen habe ich keine Spanngurte oben jetzt. Noch bei der zweiten Reihe. Ja, vielleicht sollte ich, wenn ich eine Reihe da habe, auch gleich die Spanngurte machen. Gut, ich fahr mal. Ist zu voll. Nein, wieso? Ich fahre mal, das bringt nichts. Ich nub ich. Immerhin 49.000 Liter. Stapel ist um einiges höher gleich. 63.000. Das heißt, wir verkaufen es jetzt nicht. Mann, oder? So unten drunter. Und es ist zwar 98, aber. Geht sicher über 300 dann. Entschuldige. Ja. Es geht runter. Nur. Alter. Liegen nur einige. Ja. Da ist eigentlich ein Arschplatz zum Stapeln. Da hinten Hoppe. Anfangen. Jetzt nicht runter mit der Penny. Also die erste Reihe bringe ich easy zusammen, aber dann ist noch Übungsbedarf. Das geht auch urschwer mit der Hand. Ja. Na, lang braucht man dafür. Drum diese. Dieser eine kostet zwar viel, kostet 70.000 oder so, aber der bringt es echt, finde ich.
so ein automatischer, der das aufnimmt. Sterben. Bitte? Nicht sterben. Jawohl. Das fechte weder da. Ha. Ich brauch dafür urlange, oder? Der ist jetzt wieder weggerollt. Fang ist doch ein bisschen Arsch. Oh. Was denn? Schau, was im Angebot ist. Oh mein Gott. Da, diesen meine ich, der ist genial. Da müssten wir jetzt aber verkaufen. Gut, jetzt wär's bei 300, wenn wir jetzt so viel verkaufen, dass wir uns den leisten können. Das ist mir der Liebste, muss ich ehrlich sagen. So, ich bin sie mal wieder, ich fahr mal zurück. Ja. Verkaufe ich das gleich, ja? Haben wir jetzt Preisstand? 3-1. Ja, ist okay. Und beim letzten Mal haben wir bei 3-10 verkauft. Theoretisch könnten wir auch alles verkaufen, ja. Bin ja noch kräftig am Aufladen. Aber ich würde sagen, solange wir aufladen, würde ich nicht verkaufen. Wenn der Preis noch in der Höhe steigt, was soll man? Ja. Aber wir könnten. Theoretisch. Man kommt ja weg. Muss man beobachten, sobald er runtergeht, müsste man dann verkaufen. Nein, ich meine, wann kommt der Wagen weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Das Angebot. Der ist jetzt an erster Stelle. Das heißt, der kommt weg. Irgendwann auf ein Angebot raus. Okay. Das wird das nicht versäumen, meine ich. Ja, den kaufen wir ja jetzt. Achso, eh. Weil ja! Die restlichen Ballen verkaufen. Achso, die restlichen. Oh mein Gott. Ach, so. Das ist mir der Liebste, Alter. Gekauft. Das heißt aber, wir können einen Anhänger gleich wieder verkauft.
Aber Aha. dann vorab laden, weil ich nicht weiß, welcher Anhänger welcher ist. Na gut, warte, dann komme ich zu dir und lade mal das ab, was ich habe. Dass man da nicht. Den nicht gleich geschnappt, den anderen. Beim Oldtimer? Ach so, stimmt. Außerdem lade ich ja schnell auf, das war dann wieder uneffizient. Ja, stimmt, du ladst mit dem schneller auf als ich. Ich schon ein bisschen die Technik, ich tue von hinten nämlich. Nicht seitlich, sondern von hinten an. Okay. Haben die richtig schön? Irgendein. Das heißt, du hast jetzt auch noch nichts oben. Haben wir schon? Ja, machst du? Kann ich machen, ja. Hast du schon, oder? Wird er nicht verkaufen, wenn da alles benutzt wird? Also, warte, dann koppel ich ab. Lavend. Sagt euch, kann ich schon. Der hat 141.000 braucht man jetzt. Dann lad aber du vielleicht eher die oberen ab, oder? Oder ist das wurscht? Ja, wo ist schon? Okay. Da. Plagt sich der schon ziemlich. Du wolltest mal unterjubeln.
Deppert der Baum. So. Jetzt war es wieder am Fallen, jetzt ist wieder bei 2,98. Der ist direkt wieder. Dann warten wir halt bis. Okay. Winter. Der Berg rauf geht da fast nichts. Haben wir noch viel? Nur einige noch. Kannst du vielleicht die am Berg machen? Am Berg? Mhm. Upsi! Mein 2000 ist aber eh gut pro Ballen. War aber sicher nicht nur ein Ball. Achso. Na leiwand. Ja, der eine ist in der Luft gehängt und ich wollte draufhauen und dann sind auf einmal zwei weggeflogen. Einer hängt noch immer in der Luft. Berg sind aber keine mehr. Immer da unten weg. Ja, da, da halt. Da tut er sich der Traktor extrem schwer. Oh, dann kann man den ja auch schon fast verkaufen, wenn er das nicht mehr schafft. Hab ich mir auch überlegt. Naja, der ist nicht repariert. Warum nicht? Könnte ich dann gleich austesten, wie es ist, wenn er repariert ist. Was? Steppert, oder? Ach. Boah, das geht hier nicht. Na, ich fahr den zuerst Stepperin. Achso, das ist da auf der anderen Seite schon aufgestapelt, doch. Überall so eng.
Sehr wurscht. Ja, nichts mehr dazu. Und auf, wie schneller hin wird. Dann könnte man sogar auf 130 PS aufpimpen noch. Ja. 3000. Geht. Jetzt hat er 105. Mache ich jetzt aber nicht, oder? Das heißt, das Link keine mehr? Achso, aber dann kann ich es gleich oben lassen. Ja. Ich sehe keinen mehr. Ich sehe keinen mehr. Okay, ich stimme dir fast zu. Mit Verkaufen. Der tut sich extrem schwer mit dem. Aber ich meine, das vom Verkauf, man. Achso. Also entweder upgraden oder verkaufen. Ja gut, wir können den erst verkaufen, wenn wir einen neuen Traktor haben. Ja. Na gut, ich komme gleich. Jo. Zoom.